meine Küche. Willkommen in meiner Küche. Heute zeige ich euch, wie ich so eine Partyhäppchen, also Lasagne-Häppchen gemacht habe. Ich habe das gesehen in Facebook. Ich weiß jetzt nicht, welche Seite war das. Also ich habe da viele Seiten habe ich schon da geliked. Und da kommen so die schnelle Filme, so wie Taste oder Futtern oder sowas. Irgendwas. Okay, ich habe das ein bisschen zu dicht nebeneinander gelegt, deswegen waren das da keine Häppchen. Aber wenn ihr größere Form habt, Auflaufform, da konntet ihr das natürlich bisschen mit Abstand legen, dann habt ihr dann schon ein Partyhäppchen. Also Party-Lasagne-Häppchen. Okay, jetzt zeige ich euch die Zutaten. Wir fangen an von der Tomatensauce. Könnt ihr entweder fertige Pizzasauce nehmen oder selber machen. Da habe ich jetzt eine Dose Tomaten gehackt, eine Teelöffel Oregano, Paprika, Knoblauch, Salz und Pfeffer. Oregano muss unbedingt sein, da muss ich dann abschmecken, ob euch genug Gewürze sind. Wenn nicht, da muss ich dann noch ein bisschen was geben. Für die Füllung werden wir brauchen 500 Gramm Ricotta, ein Ei, 2 Esslöffel Zitronensaft, Schale von einer Zitrone, unbehandelt, also bio, 1 Teelöffel Thymian, bisschen Pfeffer, 1 Teelöffel Salz, ein Ei habe ich schon gesagt, weiß ich jetzt nicht. Und da habe ich jetzt die Ricotta bei Edeka gekauft und da gibt es oft coole Rezepte oder Rezepten. Ja, wir mischen die alle Zutaten in eine Schüssel und dann gut vermischen. Stellen wir erstmal kurz zur Seite und dann könnt ihr später noch abschmecken, ob euch da genug würzig ist, salzig. Wenn ihr da gebt ihr nach. Okay, dann machen wir jetzt weiter mit den Lasagneblätter. Da habe ich jetzt 10, also ich habe hier ein bisschen mehr, aber wir werden brauchen 10 Stück. Ich habe hier 9 benutzt, weil meine Auflaufform war zu klein. Wir werden die jetzt erstmal in kochendem Wasser 3 Minuten kochen. Weil wir müssen die rollen. Wenn es zu kurz gekocht wird, werden die Brehe, muss ich da Wickelprobe machen. Die sollen so, nicht zu weich sein. 3 Minuten reichen vollkommen und das lasse ich auf eine Küchentuch ein bisschen abtropfen und dann ist fertig. Dann zu die Tomatensauce und zu die Ricotta habe ich noch ein bisschen Petersilie gegeben. Ist irgendwie frischer, wenn Petersilie ein bisschen drin ist. Die Soße auf Auflaufform geben. Die Ricotta mit der Petersilie vermischen noch. Und da habe ich jetzt das Lasagneblatt, geben wir die Käse, wickeln, mache ich erstmal 3 und dann werden wir mit scharfem Messer schneiden. Muss sehr scharfe Messer sein, weil wenn wir das mit dem Messer quetschen, dann wird das alles seitlich rausschwimmen, also die Käse. So, könnt ihr auch ganze drauflegen, müsst ihr dann nicht schneiden, aber sollten ja Häppchen sein. Und wenn ihr größere Blech habt, könnt ihr das ruhig mit ein bisschen größerem Abstand drauflegen, so wie ich hatte. Dann muss ich später nicht schneiden und dann wird keine Schwierigkeiten beim Rausnehmen. Wird ihr dann später sehen. Okay, jetzt kommt geriebene Käse drauf, egal welche, aber nicht Parmesan. Ich habe hier Mozzarella, 100 Gramm reicht. Und dann wird das gebacken bei 180 Grad, oben unter Hitze, ca. 30 Minuten. Ich habe so 15 Minuten ohne Umluft gebacken und dann nach 15 Minuten habe ich Umluft angeschaltet, gleiche Temperatur, weil die Käse war da noch nicht so richtig goldbraun gebacken. Ja. So sollte das aussehen, Ganze. Ja. Jetzt kann man das servieren. Ich habe das noch 10 Minuten abkühlen lassen.
so dass ich mich nicht verbrenne. Und wie ihr hier sehen könnt, ich musste da ein bisschen noch mit Messer trennen. Aber wenn ihr das mit Abstand gemacht habt, hätten, dann braucht ihr kein Messer und da könnt ihr das ruhig ja, einfach so nehmen. Das war sehr lecker, muss ich sagen. Muss ich mal ausprobieren mit anderer Füllung. So, das war natürlich lecker. Ja, wie ich schon sagte vorher, mit mehr Abstand das auf das Backblech oder Backform legen und dann wird das zu schöne Partyhäppchen. Natürlich war das sehr lecker. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!